Hallo, liebe Freunde der Seichenunterhaltung. Herzlich willkommen zu einem Infovideo. Ja, ihr seht es zwischendurch hier schon eingeblendet. Ich möchte erstmal auf einige Sachen eingehen, wie zum Beispiel, was war in den letzten Monaten los und welche Projekte sind beendet worden, was für neue Projekte stehen an, gibt es weiterhin Livestreams und wie werde ich das in der nächsten Zeit mit dem Studium überbrücken, weil es wieder beginnt. Ja, also fangen wir doch erstmal an. Was war in den letzten Monaten los? Ja, das Studium war natürlich jetzt erstmal überbrückt. Ich habe alle Prüfungen bestanden und habe erstmal geschaut, dass ich einiges aufnehme. Dennoch hatte ich sehr viele Termine zwischendurch, wo ich einigen Leuten eben halt ein bisschen geholfen habe in einer Art Nachhilfe und habe natürlich auch dafür gesorgt, dass das einigermaßen überbrückt wird, dass man das hinbekommt. Ja, deswegen kam ich auch nicht zu allzu vielen Aufnahmen, aber habe natürlich auch einige Livestreams betrieben und auch einige Sachen fertiggestellt, wie ihr ja gleich sehen werdet. Um eben halt nun auf die nächste Frage zu kommen, nämlich, welche Projekte wurden beendet? Und genau da setzen wir jetzt an. Und da sind wir auch schon beim ersten Projekt der ganzen Reihe, nämlich DuckTales Remastered. Ja, eins der Projekte, was ich wirklich unmittelbar nach dem Release rausgehauen habe. Schande über mein Haupt, normalerweise mache ich das nicht. Aber in diesem Fall fühlte ich mich da quasi zu gezwungen, weil ich sehr viele Projekte gesehen habe, wo es nicht wirklich, sag ich mal, rüberkam, weil anscheinend viele dieses Projekt noch nicht kennen, beziehungsweise die alten Spiele nicht so intensiv kannten, wie ich es jetzt zum Beispiel tat. Deswegen habe ich mir da wirklich meine Mühe gegeben, um dieses Spiel euch ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, ihr hattet da auch Spaß dran. So, kommen wir doch nun zum nächsten Spielchen, denn es hat auch sehr viel mit DuckTales zu tun. Wie schon gesagt, hat das nächste Projekt auch sehr viel mit DuckTales zu tun. Ja, ihr seht es schon, der gute alte Onkel Scrooge, beziehungsweise Onkel Dagobert. Ja, ich habe natürlich auch die klassischen Teile gemacht, die für den NES und für den Game Boy rauskamen. Auch diese haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mir vor allem auch Spaß gemacht, diese beiden Teile mal zu vergleichen. Was ist der Unterschied zwischen der Remastered und der Normalversion? Und da haben wir ja auch einige interessante Meinungen eben halt auch in Form von Kommentaren gehört. Was ich toll fand, ja, dieses Projekt habe ich auch direkt nach meinen Prüfungsergebnissen aufgenommen. Und habe mir gedacht, jetzt hast du den Kopf frei, jetzt hau mal die guten alten DuckTales-Teile raus. Ja, Remastered, wie gesagt, unmittelbar zum Release und diese beiden direkt hinterher. Ich wollte das eigentlich alles in eins packen. Aber das hätte ich nicht tun können, weil warum sollte ich ein Gameboy-Spiel oder ein altes NES-Spiel in 1080p oder gar 720p hochladen? Kommen wir nun zum nächsten Projekt. Und da sind wir auch schon bei einem Projekt, wo ich noch was zu sagen muss. Ja, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ja, es ist bereits fertig aufgenommen mit dem guten Forsaken One 84. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Probleme bei diesem Projekt, denn wir hatten anfangs mit dem Mikrofon aufgenommen, das ihr vielleicht auch aus einigen Aufnahmen aus Suikoden kennt mittlerweile oder eben halt auch aus Mickey Mouse Magical Quest. Es gibt nämlich Probleme. Es gab Updates, die das Mikrofon beeinflusst haben, damit es nicht mehr so gut zu hören war. Das ist uns leider aber erst bewusst geworden, als wir das Ende aufgenommen haben. Deswegen habe ich jetzt für meinen Teil auf jeden Fall entschieden, ihr kriegt auf jeden Fall das Ende nochmal von mir mit dem Headset zu hören. Und ich denke, der Forsaken One 84 hat auch nichts dagegen, dass er euch auch nochmal das Ende präsentiert. Ich werde ihn dann, wir werden dann den Spielstand, den wir da schon beendet haben, nehmen und da nochmal uns auf den finalen Kampf einlassen, um dann euch dann jeweils unsere eigene Meinung unabhängig voneinander zu geben von dem Spiel. Denn wir beide haben sehr viel mit diesem Spiel zu verbinden, vor allem auch unsere Vergangenheit, in der wir wirklich dieses Spiel sehr oft gespielt haben. Ich hoffe, ihr habt halt Spaß dran, wenn ihr dieses Ende zweimal seht und ich werde vielleicht das Originalende nochmal als Fail hochladen nach dem Motto, so sollte es nicht sein. Naja, das ist aber noch Zukunftsmusik, aber wenn ihr das haben möchtet, könnt ihr ja gerne hier in den Kommentaren drunter schreiben. Kommen wir nun zum nächsten und letzten fertigen Projekt in diesen zwei Monaten. Und da seht ihr sie schon, jawohl, die Tiny Toon Adventures für den Game Boy. Ja, bis jetzt sind zwei Videos davon hochgegangen, morgen wird der dritte Teil kommen. Ja, ich habe dieses Projekt angefangen, weil ich es in der Retro-Show von der lieben Tomiko-chan gesehen habe und dachte mir, jetzt hast du mal wieder Bock auf dieses Projekt. Und habe es dann auch durchgezogen, während ich eben halt auf meine PlayStation 3 warten musste, die sich ein bisschen abkühlen musste. Ihr kennt das Problem, zumindest die aufmerksamen Zuschauer wissen es. Ja, und da habe ich dann dieses Spiel durchgezogen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel nochmal durchzuziehen. Vor allem auch mit diesem neuen Emulator. Danke nochmal, John McCloud, für diesen, tollen Tipp, dass es eben jetzt mittlerweile die Möglichkeit gibt, diese Tonprobleme zu überbrücken. Ja, hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt durchzuziehen.
habe jetzt, glaube ich, zum dritten Mal nämlich total gesagt, dass es mir Spaß hat, das durchzuziehen. Scheiße, zum vierten Mal. Nein, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, nochmal vor allem das nochmal in der Vergangenheit nochmal wiederzuerleben. Und ich habe mich noch an sehr viele Momente erinnert, in denen ich dieses Spiel entweder geliebt oder verflucht habe. Aber ihr werdet schon sehen, das ist ein klassisches Ravenite-LP. Aufmerksame Zuschauer meinerseits wissen, was ich da meine. Gut, sind wir nun mit den fertigen Projekten durch. Gehen wir doch mal jetzt die, offenen Projekte an, was noch so zu beenden ist. Also, los geht's. Und da seht ihr auch schon das erste Projekt, was mich auch vor allem sehr zufriedenstellt. Breath of Fire 3. Wir haben es in den Livestreams endlich geschafft, das Projekt quasi fertig aufzunehmen. Das Nachspielen zu schaffen, was durch den Skype-Bug ja benötigt war. Und wir haben es geschafft. Es ist komplett nachgeholt. Ich kann euch jetzt nach und nach die Videos dazu bieten. Einige habe ich euch schon geboten. Und da wird es auch fleißig weitergehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, an welcher Stelle ich in diesem Spiel bin, weil das würde einige Leute zu sehr spoilern. Deswegen sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass einige den Spaß daran nicht verloren haben. Schließlich ist es schon fast 2 Jahre dran, dieses Projekt. Und ja, wenn dieser Skype-Bug nicht gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich an diesem Tag in einem durchgezogen. Aber was soll's, ist nun mal passiert. Wir kriegen das trotzdem noch über die Bühne. Vor allem, ihr sind da auch gerne Sachen gesehen. Wer immer da mitmachen möchte, kann sich gerne melden. So, jetzt sind wir bei dem nächsten Projekt angekommen, was noch offen ist. Und das ist auch ein RPG. Ja, dieses RPG ist ein wahrhaftiges Meisterwerk. Es ist Suikoden 2 für die PlayStation 1 damals released. Einfach nur großartig. Dieses Spiel hat mehr Spaß gemacht als alles andere, damals mehrfach durchzuspielen. Ich habe es, glaube ich, 12 Mal durchgespielt. Es hat auch mehrere Enden. Ich werde euch auf jeden Fall versuchen, das bestmögliche Ende zu zeigen und einige andere optionale Dinge. Ja, dieses Spiel ist für mich wirklich, eine Herzensangelegenheit. Deswegen bitte ich da auch nochmal darum, das habe ich damals ja gemacht, bitte lasst die Spoiler weg, wenn ihr über dieses Spiel was sagt oder ähnliches. Denn es gibt auch Leute, die kennen das Spiel noch nicht. Ja, es gibt solche Leute, das ist aber jetzt nicht abwertend gemeint. Vielleicht haben einige Leute wirklich durch Suikoden 1 auch Spaß bekommen, sich dieses Projekt anzuschauen. Schließlich hängen die beiden auch eng miteinander zusammen. Ich denke, das kann ich auch sagen, ohne zu spoilern. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man das weiß. Und da geht's auch bald wieder weiter mit den Aufnahmen. Da freue ich mich auch schon wie ein Schneekönig drauf, dieses Projekt weiter aufzunehmen. Denn bald kommt die Stelle, die ich am meisten an diesem Spiel liebe. Das sage ich jetzt schon mal vorab. Und ja, lasst ruhig da ein bisschen Zeit in den Raum streichen. Denn es muss momentan für mich auch immer so erstmal ein paar Prioritäten setzen. Aber dazu komme ich ja später noch bei einer anderen Frage. So, kommen wir nun zum nächsten Projekt, was noch offen steht. Also, wollen wir doch mal schauen, welches das ist. Und da seht ihr es ja bereits. Shadow Hearts from the New World. Ein großartiges Projekt, will ich mal sagen, wenn man die komplette Reihe betrachtet. Der dritte Teil ist ja leider ein bisschen verhasst und wird auch oft in einigen Kreisen als der Grund für die Abschaffung dieser Spielereihe bezeichnet, was ja eigentlich so logischerweise nicht stimmt. Aber darauf werde ich in dem Projekt noch oft genug eingehen. Ja, auch dieses Projekt wird bald weiter aufgenommen, denn ich habe ja auch ein bisschen Ordnung gesorgt hier an meinem Schreibtisch. Und deswegen kann ich dieses auch bald vernünftig weiterhin aufnehmen. So, da haben wir dann auch wieder eins der RPGs, wozu ich noch einiges zu sagen könnte. Aber das wird alles noch in den LP passieren, keine Sorge. Es wird alles von diesen Projekten, die ich euch jetzt noch nenne, definitiv beendet. Ich möchte keine Projekte haben, die hier offen stehen. Zumindest gewisse nicht. So, dann kommen wir doch mal zum nächsten Projekt, was noch offen ist und welches auch bald weiter aufgenommen wird. Ja, da haben wir's. Ja, Leute, ihr könnt mich steinigen dafür. Auch mein Cast kann mich dafür steinigen, dass ich in letzter Zeit kaum was von Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All hochgeladen habe. Wie gesagt, ich musste erstmal einiges an Material nachverarbeiten, aber glaubt mir, da werden bald noch die Videos kommen. Ich habe ja jetzt soweit erstmal ein bisschen was vorgerendert und werde bald auch von einer gewissen Funktion Gebrauch machen, von der ich eigentlich bis jetzt sehr selten Gebrauch gemacht habe. Von daher wird es da auch bald regelmäßig weitergehen. Der Cast hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Er ist ein bisschen größer geworden. Aber ihr werdet das noch früh genug erfahren, wer jeweils immer mit dabei ist.
Ich hoffe, ihr habt da weiterhin Spaß dran an dem Projekt. Ja, auch dieses Projekt wird natürlich auch zu Ende geführt. Und keine Sorge, ich werde da nichts vergessen, was das angeht. Ich werde euch natürlich auch bestmöglichenfalls die drei optionalen Endings zeigen, die dieses Spiel hat. Das sage ich euch jetzt schon vorab. Außerdem werden wir vielleicht noch eine Gesprächsrunde machen nach diesem Teil oder gar nach dem Nachfolger. Je nachdem, wer da noch alles dabei ist, werden wir einen Podcast dazu machen. Dieses Spiel hat es wirklich verdient. Auch der Soundtrack alleine ist überragend. Wenn irgendjemand einen guten DS-Soundtrack hören möchte, Ace Attorney, Justice for All oder auch die anderen Ace Attorney-Teile, ich kann sie euch nur ans Herz legen für gute Soundtracks. Kommen wir also nun zum nächsten Projekt, was noch offen steht und mit eventueller Gastbeteiligung noch dabei ist. Dann kommen wir jetzt zu einem Projekt, was ja auch nicht zu kurz kommen wird. Allerdings bei mir in letzter Zeit aufgrund von Terminen etwas kürzer gekommen ist, nämlich Brutal Legend. Nein, ich habe das Projekt nicht vergessen. Da geht es natürlich bald auch weiter. Da wird auch der Forsaken One 84 wieder dabei sein. Denn, soweit ich weiß, hat er dieses Spiel auch noch nie beendet. Und von daher wird es noch sehr witzig, wenn wir uns da wieder gegenseitig abwechseln werden und da ein bisschen mit unserem lieben Eddie ein bisschen rumblödeln. Yeah! Mal wieder ein bisschen Heavy Metal abgehen. Ja, das wird schon wieder sehr witzig, denke ich mal. Aber, wie gesagt, dieses Projekt ist nicht vergessen. Also, ich werde das definitiv noch mit Forsaken One 84, da jetzt wieder die Zeit ist, wo wieder Forsaken One 84 dazukommen sollte, werde ich dieses Projekt erstmal ein bisschen offen gelassen. Damit ihr Bescheid wisst. So. Habe ich noch irgendwas zu dem Projekt zu sagen? Nee, es ist eigentlich, glaube ich, sehr optional, inwiefern man das alles macht. Ich möchte eigentlich jetzt nicht nur die Story machen, schon ein paar optionale Sachen. Auch habt ihr ja gesehen, dieses Bierfahren um Himmels Willen, da erinnere ich mich noch. Ja! Naja, auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall auch noch relativ lustig, denke ich. Kommen wir also nun zum nächsten Projekt, was definitiv noch beendet wird und was nicht warten darf. So, nächstes Projekt. Seiken Densetsu 3, Secret of Mana 2. Ja, das Let's Play With You Projekt, das große. Ich habe bald wirklich richtig Zeit dafür, das wieder in Angriff zu nehmen. DJKR87 hat mich ja schon mal im Livestream gefragt, ob man da sich melden kann. Damals wollte ich mit ihm aufnehmen, aber dann kam wieder durch doofe Verpeiltheit meinerseits, das war wirklich Verpeiltheit meinerseits, das Lernen mit Kollegen dazwischen, was ich komplett vergessen habe, weil ich habe mich irgendwie in den Wochen vertan. Da hatten sie doch eine Woche weniger Zeit zum Lernen, da musste ich mich dann doch eher ans Lernen setzen. Das war in der Situation einfach wichtiger, dass ich diesen Leuten helfe. Ich hoffe, das ist da zu verstehen. Da möchte ich auch gerne einige Leute noch dabei haben, die bei Seiken Densetsu 3 mitmachen. Das ist auch ein Projekt, was ich wahrscheinlich ohne Probleme demnächst angehen kann. So, dann wollen wir doch mal schauen, welche Projekte noch offen stehen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr allzu viel, weil die Livestream-Projekte werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Dann wollen wir doch mal schauen, welches jetzt das nächste ist. Ja, dieses Projekt darf ich natürlich nicht vergessen, auch wenn es jetzt in letzter Zeit noch nicht ganz regelmäßig kam. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Das war auch durch die Termine bedingt, dass ich dieses Projekt nicht so oft aufgenommen habe und auch aufgrund von Arbeitssituationen, die nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind. Viele wissen ja, dass ich mittlerweile noch in der alten Filiale als Aushilfe arbeite. Ja, und da kam es dann manchmal zu so solchen Schichten, wo ich dachte, bin ich jetzt wieder in Vollzeit hier und hätte nicht damit gerechnet und dann war ich doch ein bisschen zu platt nach der Schicht, um noch was aufzunehmen. Ja, natürlich wird dieses Projekt beendet. Klar, ganz klare Kiste, da brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Natürlich wird das Projekt beendet. Nur, wie ihr habt schon gesehen, es kamen ein paar fehlige Momente dazu. Wundert euch nicht, da werden noch sehr, sehr viele dazu kommen. Ihr kennt mich ja. Kein Ravenite LP ohne Fail. Das ist auch das, was ich bei DuckTales meinte. Wer bis dahin jetzt schon nicht mehr reingeschaut hat, der weiß, was ich meine. Ja, das war's. Metal Gear Solid 3 Snake Eater wird definitiv auch beendet. Und danach geht's dann mit God of War Ascension endgültig dann weiter. Da werde ich ja immer hin und her switchen in den Sonntagsprojekten. Aber das wisst ihr ja schon. Wenn nicht, habt ihr es jetzt zum ersten Mal erfahren. Ja. So, das war auf jeden Fall das Thema der Spiele, die noch offen sind und die noch kommen werden. Kommen wir also nun zur nächsten Frage. Ja, da sind wir also schon wieder bei dem nächsten Frägchen, nämlich Thema Livestreams. Natürlich, ich habe ja im letzten Livestream vom 12. Oktober gesagt,
dass es wahrscheinlich demnächst wieder öfter Livestreams geben wird. Da werden wir auch die ganzen Livestream-Projekte weiterhin angehen. Ich merke ja, dass ihr auch sehr, sehr viel Spaß an Dingen wie Game Dev Tycoon habt oder auch bei Castlevania Lords of Shadow meinen Fails zuzusehen. Das ist mir natürlich nicht unterlaufen, das oder nicht entgangen. Und ich hatte auch sehr viel Spaß da selber dran, mit euch das zu machen. Inazuma 11 Strikers ist auch ein Projekt, was ich definitiv in den Livestreams drin lassen werde, solange ich dieses Spiel nicht beendet habe. Beziehungsweise solange ich da nicht wirklich das gemacht habe, womit ich zufrieden bin, nämlich die beste Mannschaft der Welt zu stellen. Ja, egal. Das wollte ich nur einmal gesagt haben zu dem Thema Livestreams etc. pp. Was noch bei Livestreams fehlt, ist die Tatsache, dass ich euch im letzten, vorletzten Livestream versprochen habe, immer ein Retro-Spiel rauszupacken. Das werde ich auch weiterhin tun, immer mal so ein Spiel aus alten Zeiten rausholen, um das dann mit euch zu spielen, damit ihr auch ein Bild davon bekommt, wie toll diese Spiele sind. Und dass es auch damals schon tolle Spiele gab, ohne HD, 3D, True HD und schieß mich tot. Ja, damals gab es sowas auch. So, letzte Frage, die ich jetzt hier noch beantworte in diesem Infovideo, was wirklich sehr lang wird, überraschenderweise, ist die Frage Studium. Ja, das Wort Studium steht dafür, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie will ich das jetzt die nächsten Wochen handhaben mit Studium und, ja, Let's Plays und allem drum und dran. Also ich muss sagen, mir gefällt mein aktueller Stundenplan eigentlich sehr gut. Ich habe an sich genug Zeit, wirklich genug Zeit, die Let's Plays weiterhin aufzunehmen und auch Livestreams mit euch zu machen. So wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich alle zwei Wochen freitags sogar mit euch streamen können, vielleicht sogar samstags. Das muss man aber abwarten, weil da noch mein Arbeitgeber mitspielen muss, aber das wird sich bestimmt schon irgendwie in die Wege leiten. Ich denke, dass das ohne Probleme machbar ist, dass ich da für euch alle zwei Wochen einen Stream am Wochenende auf die Beine stellen kann. Ich werde es leider nur am Wochenende können, weil in der Woche muss ich genug für die Uni büffeln. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, und auch die LPs werden natürlich weiterhin aufgenommen. Wenn Gäste da sein wollen, meldet euch einfach kurzfristig bei Skype bei mir, wenn ihr seht, dass ich online bin. Und ich antworte ja sowieso. Also die Leute, die mich in der Skype-Liste haben, wissen, dass ich antworte. Außer Sir Spamalot, ja, er weiß, wer gemeint ist. Da habe ich irgendwann auch mal, da antworte ich auch drauf. Und ihr wisst dann auch ganz genau, dass ihr eine vernünftige Antwort bekommt, was dies angeht. Also, da kann man gerne mal schauen, wenn ich gerade am Rechner bin und aufnehme. Es kann auch öfters sein, dass ihr mich dann am Laptop erwischt. Und wenn ich am Laptop bin, dann nehme ich gerade nicht auf. Dann schaue ich mir vielleicht irgendwelche Projekte von anderen an. So ein Video werde ich euch übrigens auch wahrscheinlich an meinem Geburtstag oder zwei Tage nach meinem Geburtstag erstellen. Nämlich, was schaut sich der alte Rabe eigentlich so an, wenn er aber auf YouTube mal rumgeistert und nichts hochlädt? Das werde ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und damit lasse ich euch auf jeden Fall mit diesem Infovideo auch mal in Ruhe und wünsche euch noch einen schönen Tag, sprach der Raven Knight für dieses Video nimmermehr.